So, und da sind wir wieder, der Sebastian und der Michael von www.trader-online.de mit dem Fatpack-Unboxing zu Return to Ravnica, Rückkehr nach Ravnica. Teil 3 des Filmteils, von den neuen Boostern, 7 haben wir schon durchgelutscht und die letzten beiden kommen jetzt noch eben schnell. Oh, das heißt jetzt einen Daumen drücken, vielleicht bei euch nochmal ein Jace. Zieh, zieh, zieh. So, Expanse Deck hatten wir schon, Catacombs Luck, Essence Backlash, Centaur Healer, der gibt sogar 3 Lebenspunkte für 3 Mana und ist eine 3-3. Sehr solide. Haben auch schon, Drudge Beetle, Doorkeeper ist ein Defender und packt Karten in den Friedhof des Gegners. Da ist so ein Goblin-Krieger, der einen Schadenspunkt schießt und enttappt, wenn wir einen Multi- oder einen mehrfarbigen Spruch spielen. Mind Rot, altbekannt, lässt den Gegner 2 Karten abwerfen. Codex Shredder, ja, kann auch ein bisschen was von den Karten vom Deck in den Friedhof packen. Und wenn wir das opfern, dürfen wir eine Karte aus unserem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Heroes Reunion, wie gesagt, gibt Lebenspunkte, hatten wir gerade schon mal. Street Sweeper, wenn der angreift, zerstören wir alle Auren an allen Ländern, die angelegt sind. Ich habe gerade schon was gesehen, Leute, guckt mal. Oh. So, Armada-Wurm. Okay, den 2 Mythic Rares in einem Fatback, muss man ja also mal sagen. Das hat sich schon gelohnt. Ja, ist eine 5-5 Trampel für 6 Mana. Und wenn der ins Spiel kommt, packen wir noch einen 5-5 grünen Wurmspielstein mit Trampel aufs Spielfeld. Hammer. Sehr geil. Lohnt sich. Ja, nochmal ein Goblin-Token. Oh, guck mal, noch 2 Karten. Ein Forest und ein Foilswamp. Schick, schick. Ja, was soll man da noch so sagen? Also das Fatpack hat sich bisher schon sehr gelohnt. Ja, Lucky Man. Holt's euch, Leute, vielleicht könnt ihr das toppen. Ja, das dürft ihr auch gerne auf Facebook posten. Ja, wenn ihr nicht mogelt, dann dürft ihr gerne sagen, hier, ich habe noch besser geöffnet, kein Problem. Okay, letztes Booster. Dino Charge gibt ein Plus von 2. Ethereal Armor für ein Mana eine Aura. Und die verzauberte Kreatur kriegt +1/+1 für jede Verzauberung, die wir kontrollieren und hat First Strike. Paralyzing Grasp hatten wir gerade schon. Spawn of Rixmadi. Nochmal was für ja, Schwarz-Rot mit Unleash 5-3 ist auch nicht schlecht. Frostborn Word kennt ihr schon. Drudge Beetle. Den Doorkeeper. Die Lava Crew. Mind Rot. Nochmal ein Seller of Songbirds. Goblin Rally für 5 Mana. Packt der 4-1-1 Goblin Spielstein ins Spiel. Den Hellhole Flailer. Für 3 Mana eine 3-2, Unleash. Für 4 Mana können wir den opfern. Und da fügt er Schadenspunkte zu seiner Stärke zum Spieler zu. Vitugazi Guildmage. Der packt für 6 Mana einen 3-3 Zentauren-Spielstand ins Spiel. Und für 4 Mana Populate. Das heißt, macht noch mehr Tokens, als wir eh schon brauchen in Celestia. Den Palisade Giant als Rare. Eine 2-7 für 6 Mana. Aller Schaden, der uns zugefügt. Oder unseren. Ja doch, und einer anderen Permanent zugefügt wird, wird dem Palisaden-Giganten in diesem Fall zugefügt. Bei einer 2-7, ganz solide, der rettet uns erstmal die ganzen Lebenspunkte. Ja, schicke Karte. Noch ein bisschen Werbung. Und zum Schluss noch einen schönen Mountain. Ja. Das war's. Und wie ist dein Fazit? Starkes Set, oder? Definitiv starkes Set. Wird Spaß machen, das zu spielen. Ich freue mich aufs Draft, ich freue mich auf die Karten, die jetzt in den kommenden ja, Wochen Einzug in die Formate finden und ich denke, da ist einiges dabei. Guckt es euch an, Leute, spielt's. Also ich finde es auch, es ist ein sehr, sehr starkes Set, gerade auch dadurch, dass die mehrfarbigen Karten ja in der Regel sowieso ein bisschen stärker sind als die monofarbigen Karten. Mhm. Und das Set ist voll davon und alles ist super. Also wirklich ein sehr, sehr starkes Set mal wieder. Ja. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.